Guten Abend, herzlich willkommen. Der junge Syrer, der in Deutschland einen Anschlag geplant haben soll, hat sich in U-Haft das Leben genommen. Suizid in der Untersuchungshaft, das passiert auch in der Schweiz regelmäßig. Trotz Wachtpersonal, immer wieder richten sich Häftlinge in Zellen wie diesen selbst. Auch farbberuhigte Gummizellen, Papierkleider und psychiatrische Betreuung können das nicht verhindern. Selbsttötungen in U-Haft und warum sie sich kaum verhindern lassen, darauf richten wir heute den Fokus. Und hier die weiteren Themen. Tabakwerbung als Politikum, Gesundheitslobbyisten kämpfen für ein Zigarettenwerbeverbot, vorerst mit Erfolg. Und Dylan ist Weltliteratur. Literaturkritiker finden, es gab schon schlechtere Nobelpreisträger. Endlich hinter Gitter. Deutschland atmete auf, als Polizisten in der Nacht auf Montag den jungen Syrer, bei dem sie zuvor Sprengstoff gefunden hatten, festnehmen konnten. Von ihm erhofften sich die Ermittler wichtige Auskünfte. Was hatte er mit dem Sprengstoff genau im Sinn? Hatte er Komplizen? Wie ist er mit dem IS vernetzt? Auf all diese Fragen wird es wohl keine Antworten geben, denn der 22-Jährige hat sich gestern in seiner Zelle erhängt. Das hätte nicht passieren dürfen. Es ist aber leider geschehen. Obwohl wir nach dem jetzigen Stand alles Mögliche getan haben, um das zu verhindern. Die Justizbehörden von Sachsen, sie versuchen heute, das Unverständliche zu erklären. Der Gefangene sei begutachtet worden durch eine erfahrene Psychologin. Ihr Befund, nicht akut selbstmordgefährdet. Deshalb keine strengere Überwachung. Der Chef der Justizvollzugsanstalt nimmt die Psychologin in Schutz. Ich stehe zu den Entscheidungen, die dort getroffen worden sind, nachdem ich mit allen gesprochen habe, mit der Psychologin, mit dem Abteilungsleiter, mit den Stationsbediensteten, komme ich zu der Einschätzung, dass lege artis gehandelt wurde. Lege artis. Nach allen Regeln der Kunst wollen die Behörden gehandelt haben. Kann es sein, dass der Terrorverdächtige alle getäuscht hat? Wer war der Mann? ARD-Reporter haben ehemalige Mitbewohner von ihm aufgespürt. Einer erzählt, der spätere Terrorverdächtige habe in Syrien studiert. In Deutschland habe er ein Berufsziel gehabt, Krankenpfleger. Doch er sei gescheitert. Er war dann wirklich völlig verzweifelt. Das mit der Sprache hat ihn richtig fertig gemacht. Er kam hier in Deutschland überhaupt nicht weiter. Er war sehr ehrgeizig, aber die Sprachbarriere war zu groß. Ein anderer Mitbewohner. Er erzählt von einer Reise in die Türkei und nach Syrien. Das habe den Mann völlig verändert. Er bekam eine Gehirnwäsche. His brain is changed. Ja, in Türkei, nicht in Deutschland. Er war dann sehr merkwürdig und hat den Kontakt ganz plötzlich mit uns abgebrochen. Eine Radikalisierung scheinbar über Nacht. Doch die Recherche im Internet zeigt, schon 2013 postet er streng islamische Inhalte auf Facebook und seine Beiträge werden im Lauf der Zeit immer extremistischer. Auch Videos, die zum Dschihad aufrufen. Im Januar dieses Jahres schreibt er, ich werde die Juden und die Kreuzfahrer besiegen. Weiter, ihr werdet euch alle noch wundern. Der Islamwissenschaftler Mohammed Okesha hat die Einträge analysiert. Man kann schon sagen, man kann schon daraus erschließen, er plant vor etwas. Oder etwas läuft in der Planung. Vergangenen Samstag in Chemnitz. Die Polizei will den Syrer festnehmen. Er entkommt, ist bis Sonntagnacht auf der Flucht. Gefunden werden 1,5 Kilo Sprengstoff. Ein Bombengürtel sei fast einsatzbereit gewesen, berichten deutsche Medien. Es wird über Zielobjekte spekuliert, Bahnhöfe und Flughäfen in Berlin. Gestern Nacht, der Leichnam des verstorbenen Terrorverdächtigen wird abtransportiert. Vordergründig schien er angepasst, doch im Innern war er scheinbar seit Jahren ein Islamist. Die sächsische Justiz ist sich also keines Fehlers bewusst, aber Adrian Arnold in Berlin, das beschwichtigt die Kritiker nicht.
Nein, im Gegenteil. Dieses Abschieben der Verantwortung auf eine Psychologin, das ruft die Kritiker erst so richtig auf den Plan. Und es gibt tatsächlich zahlreiche Hinweise, Fakten, Aussagen, die darauf hinweisen, dass die sächsische Justiz sehr fahrlässig gehandelt hat. Der Anstaltsleiter sagte heute zum Beispiel, man habe vor allem aus der Gestik und Mimik des Häftlings geschlossen, dass er nicht suizidgefährdet sei. Der Anwalt warnte vor einem Suizid. Der Häftling, sein Mandant, war in einem Hungerstreik. Der Häftling hat eine Lampe aus der Decke herausgerissen. Die Anstaltsleitung hatte das als Vandalismus taxiert. Und schließlich fand eine Auszubildende, ein Lehrling, den Leichnam des Häftlings. All das lässt und bringt natürlich kritische Fragen, welche die Justiz bis jetzt noch nicht beantwortet hat und welche sie sich natürlich gefallen lassen muss. Wie geht es denn nun weiter mit der Aufklärung dieses Falls? Geplant war ja offenbar ein großer Anschlag. Ja, man geht nun natürlich diesen Hinweisen nach, die man bereits hat. Man hofft auf neue Hinweise, aber die entscheidende Informationsquelle in diesem Fall, die gibt es nun nicht mehr. Dieser Syrer, er plante den Anschlag, er kannte allfällige Hintermänner, er hätte allenfalls auch Informationen weitergeben können, liefern können zum Terrornetzwerk des IS in der Welt, in Deutschland. Der Generalstaatsanwalt sagte heute, im besten Fall hätte er ausgepackt, dass wird nun nicht mehr möglich sein. Aus Berlin, Adrian Arnold, besten Dank. Die Bedingungen in U-Haft sind äußerst streng. Die Insassen sind abgeschottet, haben praktisch keinen Kontakt nach außen, dürfen nur gerade eine Stunde pro Tag in den Hof. Es liegt auf der Hand, dass die U-Häftlinge an ihre Grenzen kommen. Immer wieder gibt es Suizide, auch in der Schweiz. Pro Jahr nehmen sich 5 Menschen in Untersuchungshaft das Leben. Warum ist es so schwierig, Selbsttötungen zu verhindern? Antworten im Beitrag von Christian Rentsch. Regionalgefängnis Burgdorf. Ein sehr modernes Gefängnis, erst 4 Jahre alt. 64 Untersuchungshäftlinge können hier eingesperrt werden, im Durchschnitt für 8 Monate. Telefonate sind in dieser Zeit verboten. Es darf keinen unkontrollierten Kontakt nach außen geben. Harte Haftbedingungen, die manche psychisch an ihre Grenzen bringen. Es gibt keine hundertprozentige, sichere Suizidprävention, noch viel weniger der Freiheit, dass sie Gefängnis oder Justizvollzugsanstalten. Gefängnisdirektor Marcel Klee probiert dennoch alles, um Suizide zu verhindern. Diese Spezialzelle in Rosarot soll die Gefangenen vor sich selber schützen und beruhigen. Da haben wir die Möglichkeit, als Zwangsmaßnahme Leute mit der Verfügung Sicherheits- und Schutzmaßnahme einzuweisen und haben die Möglichkeit, Tag und Nacht zu beobachten. Und zwar relativ eng können sie beobachten, in einem Monitoring, wo man in der Nacht über Infrarot auch Bewegungen von einem Menschen sieht, der da rein einquartiert ist. Reicht das für eine Suizid? Kann es verhindern? Nein, das lange nicht. Das, alles andere wäre Augenwischerei. Es gibt keine hundertprozentige Suizidprävention. Auch Konrad Zauk weiß, wie verzweifelt Gefangene sein können. Er ist für die Gesundheit der insgesamt 110 Insassen verantwortlich. Suizidale Absichten der Häftlinge sollen früh erkannt werden. Sie werden im äußersten Fall videoüberwacht. Ihnen werden sämtliche Gegenstände abgenommen, die sie Suizid durchführen könnten. Wobei, die absolute Sicherheit gibt es nicht. Dem pflichtet auch Benjamin Brecker bei. Der Strafvollzugsexperte ist Jurist und lehrt an der Uni Basel Strafvollzugs- und Strafvollstreckungsrecht. Die lückenlose Überwachung vom Rechtsstaat darf man die nicht machen. Ein Insass in seiner Zelle, der hat auch das Recht, nicht permanent gefilmt zu werden, zum Beispiel. Das darf man nicht filmen in den normalen Zellen. Man kann vorbeigehen, hineinschauen, man kann auftun mit dem Reden. Also lückenlose Überwachung ist erstens rechtlich nicht richtig und nicht möglich. Und es ist auch von den personellen Mitteln nicht möglich. Es bringt auch nichts, weil es gibt kein System, kein Gefängnis und keine psychiatrische Klinik, die absolut verhindern kann, dass sich ein Mensch ein Leid antut, im schlimmsten Fall auch selber tötet. In Burgdorf ist man sich seiner Grenzen bewusst. Stark gefährdete Gefangene werden verlegt. Wenn wir es nicht gewährleisten können, ist jemand sehr
wie soll ich sagen, an die Grenzen geht von den Äußerungen oder ohne Versuch macht, dann wird er eingewiesen in das Inselspital, in die Bewachungsstation, wo er unter Umständen auch zwangsmediziert wird. Wobei das sind äußerste Massnahmen, die man treffen. Die Suizidbilanz vom Regionalgefängnis Burgdorf. Seit 2012 gab es 3 Suizidversuche, aber keiner endete tödlich. Soweit unser Fokus zu Suizid in U-Haft. An ihm, dem freiheitsliebenden Cowboy aus dem Wilden Westen, zeigt sich exemplarisch, wie geschickt Tabakwerbung agiert. Der Mann gehört zu den bekanntesten Werbeikonen überhaupt. Genau solche Bilder animieren zum Rauchen, findet der Bundesrat. Er will die Werbung für Zigaretten einschränken. Heute hat sich die zuständige Kommission des Nationalrats mit dem Thema beschäftigt. Und die Gesundheitslobby kann einen überraschenden Erfolg verbuchen. Michael Steiner. Tabakwerbung. Sie soll in Zukunft aus Kinosälen, Zeitungen und Plakatwänden verschwinden. So will es der Bundesrat und so wollen es auch die Gesundheitsexperten bei der Lungenliga. Sie haben in den letzten Wochen intensives Lobbying betrieben. Wir haben, was geht, probiert, unsere Argumente einzubringen, um zu schauen, dass auch die Seite der Gesundheit und vom Jugendschutz gehört wird. Bearbeitet wurden sie, die Gesundheitspolitiker aus dem Nationalrat. Ja, es war natürlich immens, das Lobbying, jetzt insbesondere natürlich auch aus Gesundheitsbranchen, natürlich auch von Ärzten, von Lungenspezialisten. Und das ist, denke ich, auch wichtig, dass sie rechtzeitig auch intervenieren. Das war ein grosses Lobbying, wo man halt damit umgehen muss. Und die Offensive der Gesundheitslobbyisten hat Wirkung gezeigt, vor allem bei der CVP. Im Sommer hat die CVP noch mitgeholfen, das Tabakgesetz im Ständerat zurückzuweisen. Heute nun hat die Nationalratskommission dank der CVP grünes Licht gegeben, damit das umstrittene Gesetz doch noch beraten werden kann. Es ist ein kurzes Gesetz, überschaubar, mit 19 Artikeln und Schlussbestimmungen. Und ich meinte, dass also das Parlament sehr wohl in der Lage sein sollte, diese 19 Artikel zu überarbeiten, wenn es den Bedarf gäbe. Für rauchende Köpfe hat dieser CVP-Schwenker bei den anderen bürgerlichen Parteien gesorgt. Sie wollten das Gesetz an den Bundesrat zurückweisen, weil ihnen die Maßnahmen bei der Tabakprävention zu weit gehen. Was bis jetzt im Bereich der Prävention und Gesundheitsschutz in der Tabakbranche gemacht worden ist, ist erfolgreich gewesen. Zusätzliche weitergehende Maßnahmen, vor allem im Bereich der Erwachsenen, sind nicht nötig. Die Schweiz ist ein wichtiger Player auf dem Tabakmarkt. Große Firmen produzieren von hier aus Millionen von Zigaretten, vor allem für den Export. Werbebeschränkungen würden nicht nur der Tabakbranche, sondern der gesamten Wirtschaft schaden, finden die Gegner eines Werbeverbots. In einer freiheitlichen Gesellschaft passt so ein Werbeverbot überhaupt nicht rein. Und sehr viele Vereine, sehr viele Organisationen leben auch von dieser Werbung aus der Tabakindustrie. Die Tabakindustrie produziere nicht nur Zigaretten, sondern vor allem hohe Gesundheitskosten, kontern die Befürworter. Ein Werbeverbot mache deshalb auch aus wirtschaftlicher Sicht Sinn. Wenn jemand sagt, wir haben derart hohe Gesundheitskosten, wir haben derart hohe Krankenkassenprämien und da nicht für ein Werbeverbot ist, angesichts dieser Milliarden, die das an Leid und an Kosten auslöst, dann ist da einfach ein Widerspruch. Gesundheitsminister Alain Berset konnte heute einen kleinen Teilsieg feiern. Sein Tabakgesetz hat keinen totalen Schiffbruch erlitten. Die Gesundheitslobby wittert Morgenluft. Ja, nicht einschlafen jetzt. Jetzt geht es darum, in der parlamentarischen Debatte auch wieder präsent zu sein. Ob die Gesundheitslobby wirklich erfolgreich ist, zeigt sich im Winter. Dann entscheidet der Gesamtnationalrat. Mit seiner krächzenden Stimme hätte er es wohl in keinen Chor geschafft. Seine Texte sind derart gespickt mit surrealistischen Metaphern, dass wir sie oft nicht wirklich verstehen. Aber mit dieser Poesie und einzigartigem Charisma schafft es Bob Dylan, die Menschen zu berühren, sie seit Jahrzehnten in seinen Bann zu ziehen. Schon zig Preise hat der Musiker gewonnen, heute kommt ein weiterer dazu, der Literatur-Nobelpreis. Ist Dylan Weltliteratur? Fabian von Almen und Pirmin Roos berichten.
Bob Dylan, Musiker, Poet, Träger des Literaturnobelpreises, Autor von Liedern wie Like a Rolling Stone. Die Zeiten ändern sich. The times, they are a-changing, so der Titel eines von Dylans frühen Liedern. Zum ersten Mal in der Geschichte des Nobelpreises für Literatur wird ein Musiker ausgezeichnet, einer, der über 600 Lieder veröffentlicht hat. Der Autor und Mitglied des Literaturclubs Philipp Tingler sagt, Dylan habe den Preis verdient, obwohl er eigentlich nur zwei Bücher veröffentlicht hat, darunter seine Autobiografie von 2004. Bob Dylan selbst ist ja eigentlich gar kein klassischer Schriftsteller in diesem Sinne. Die Frage ist, was ist heutzutage ein klassischer Schriftsteller? Der Preis ist auch vergeben worden an mehr oder weniger unbekannte Lyriker schwedischen Ursprungs zum Beispiel. Und Bob Dylan hat schon Einzigartiges geleistet in seinem Feld. Er ist schon ein Wegbereiter einer bestimmten Art von Songwriting und als solcher ja auch ausgezeichnet worden. Bob Dylan, seine Texte sind einmal psychedelisch und fast unverständlich. Einmal sind sie Provokation, ein anderes Mal sind es poetische und gesellschaftskritische Reime. Der Musikjournalist Jean-Martin Büttner verfolgt das Schaffen Bob Dylans seit Jahrzehnten und hat ihn schon über 30 Mal live gesehen. Dylan habe das Denken vieler Leute maßgeblich geprägt und sie inspiriert. Ich glaube, es ist ein politisch mitmotivierter Entscheid. In einem Zeitalter, wo man einen Donald Trump hat, der aus allen Fernsehen brüllt, 24 Stunden, ist das Zeichen vom Komitee aus Europa, dass es noch andere Amerikaner gibt, die nicht mehr schreien, um gehört zu werden. Bob Dylan als politischer Sänger, als Mitbegründer des Protestsongs auf akustischer Gitarre, mit Songs wie «Blowing in the Wind». The answer, my friend, is a blowing in. Und 1965 stößt er alle vor den Kopf. Dylan wird elektrisch laut und profan, sagen die einen. Doch Dylan wollte sich nie von irgendjemandem vereinnahmen oder sonst in eine Schublade drängen lassen. So beantwortet er auch die Frage nach seinem Einfluss in einem Interview einigermaßen surrealistisch. My real message? Keep a good head and always carry a light bulb. Eine Konstante in seinem Schaffen, das Brechen mit Konventionen. Und eine Konstante sei auch die lyrische Qualität seiner Texte. Seine Lyrik ist sehr wandelbar, hat sehr surrealistische Texte geschrieben, unglaublich humorvolle, hat Anklagen, brutale, gemeine Fertigmachsongs geschrieben, hat religiöse Lieder geschrieben, hat unglaublich schöne Liebeslieder geschrieben, sehr lustige Lieder. Ich würde sagen, es ist vor allem die unglaubliche Vielfalt und die Brillanz im Umgang mit dem Spruch. To protect you and defend you. Elvis Presley hat unsere Körper befreit, Bob Dylan unseren Geist, sagte Bruce Springsteen einst. Bob Dylan selbst würde wohl angesichts der Aufregung sagen, it ain't me, babe. Ich bin es nicht, den ihr irrt. Wenn Sie noch nicht genug gehört haben, am nächsten Sonntag um 23.30 Uhr singen Schweizer Musiker von Paul Hofer bis Sophie Hunger Songs von Bob Dylan in der Sternstunde Musik.